Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft. Und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Was geschah in Olympia? Darum geht es heute. Und die Hintergründe dazu erklärt und erzählt uns gleich mein heutiger Gast, auf den ich mich sehr freue. Das ist nämlich der Historiker, Journalist und leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte bei der Welt, Sven Felix Kellerhoff. Herzlich willkommen, Herr Kellerhoff. Hallo, Frau Reinhardt. Ich freue mich, wieder mal hier im Podcast dabei sein zu können. Wir alle sind hart arbeitende Menschen. Ja, und wir wissen natürlich auch als reflektiert hart arbeitende Menschen, dass sich das Gesicht des Kapitalismus seit einigen Jahren massiv verändert hat. Zeitalter der Industrialisierung ist längst vorbei. Wir haben jetzt die sogenannte Gig Economy, wir haben den digitalen Kapitalismus. Und ich stelle mir von Zeit zu Zeit wirklich immer vermehrt die Frage, was denn heute gute Arbeit ist und was ist gute Arbeit in Zukunft für mich zum Beispiel persönlich? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, einmal als Avatar in Mark Zuckerbergs Metaverse zu enden oder aber als Spielfigur in einem weltumspannenden Squid Game. Sven Felix Kellerhoff, was ist gute Arbeit? Was könnte die gute Arbeit der Zukunft für Sie sein? Also die gegenwärtige gute Arbeit besteht für mich darin, dass man seriös den Job macht, den man machen möchte, den man machen kann, den man von seiner Ausbildung her sinnvoll ausfüllen kann. Seriös heißt, dass man sich bemüht, verschiedene Aspekte, verschiedene Perspektiven einzunehmen und trotzdem zu einer Synthese von beispielsweise These und Antithese zu kommen, dass man sich nicht festlegt und nicht zu früh festlegt auf eine Sichtweise, sondern dass man, wie ich zum Beispiel als Historiker versucht, immer alle verfügbaren Quellen zu recherchieren, sie alle zu lesen und dann zu schauen, zu welchem Ergebnis man kommt. Das ist für mich seriöse Arbeit. Und ich glaube, da das ja auch schon heute für mich jedenfalls und für viele andere Menschen, die als Journalisten, als Buchautoren, als Historiker ähnliche Tätigkeiten ausüben, eine sehr stark contentbezogene Aufgabe ist, daran wird sich in der Zukunft nicht so sehr viel ändern, denn die Inhalte müssen immer noch von Menschen erarbeitet werden. Das kann uns kein Facebook, das kann uns kein Google, das kann uns keine irgendwie anderes geartete Tech-Unternehmung abnehmen. Die Inhalte, die Contents sind nur von Menschen zu stemmen. Anschlag auf Olympia heißt Ihr Buch, um das es heute geht, und ist auch das Thema unseres heutigen Gesprächs. Sie legen mit Ihrem Buch das Buch zum 50. Jahrestag des Anschlags auf die Olympischen Sommerspiele 1972 in München vor und Sie rekonstruieren erstmals sehr sorgfältig und erstmals auch auf Basis von teils noch nicht ausgewerteten Quellen, was damals geschah, die Katastrophe nämlich, als die palästinensische Gruppe Schwarzer September die israelische Mannschaft als Geisel nahm und als insgesamt am Ende 17 Menschen zu Tode kamen. Ihr Buch rekonstruiert eine ganz wichtige Phase, ganz wichtige Tage bundesrepublikanischer Geschichte. Und dieses Buch, muss man auch dazu sagen, liest sich tatsächlich so spannend wie eine Fiktion, wie die Fiktion eines großen Krimi-Schriftstellers, aber leider, leider ist es eben Realität, was Sie da so sehr detailliert beschreiben. Worin besteht oder worin bestand das Novum dieses Terroranschlags 1972 aus historischer, aus medienhistorischer Sicht? Der Anschlag am 5. September 1972 auf das Olympische Dorf, der in Fürstenfeldbruck am frühen Morgen des 6. September 1972 in einer Katastrophe endete, war der erste Terroranschlag, der vor den Augen der Weltöffentlichkeit, soll heißen vor den Augen von TV-Kameras, stattfand, vor einem Milliardenpublikum. Gerade die Aufnahmen aus dem Olympischen Dorf vom Nachmittag des 5. September 1972 gingen wirklich um die Welt. Die haben gleichzeitig mehrere hundert Millionen Menschen live im Fernsehen gesehen.
Und das ist tatsächlich ein Punkt, der erst mit dem 11. September 2001 in ähnlicher Form wieder erreicht worden ist. Bis dahin, bis zum schrecklichen 11. September 2001, war tatsächlich der Anschlag in München gewissermaßen der am meisten von Medien reflektierte, verfolgte und auch beeinflusste Terroranschlag der Geschichte. Sie haben für Ihr Buch die Form der sehr detaillierten historischen Reportage gewählt und die Methoden der Geschichtswissenschaften, um die sehr, sehr diversen, unterschiedlichen, teils auch sehr stark divergierenden Quellen überhaupt in eine Ordnung zu bringen. Welche Quellen sind das denn, auf die Sie sich gestützt haben? Glücklicherweise konnte ich zugreifen auf die Ermittlungsakten der Sonderkommission, die sich im Bestand der staatsanwaltschaftlichen Akten befinden. Und ich konnte in diesem Jahr noch abschließend hinzunehmen Akten, die erst vor relativ kurzer Zeit im Münchner Polizeipräsidium aufgetaucht waren. Die waren einfach in einer Besenkammer vergessen worden. Und auch dort fanden sich noch einmal Unterlagen aus dem Zusammenhang Münchner Attentat und Unterlagen, die sehr, sehr spannend einzelne Aspekte ergänzen. Das Wesentliche sind aber tatsächlich die staatsanwaltschaftlichen Akten, Ermittlungsakten von 1972, 73, die in großem Umfang erhalten sind. Es sind 13 Bände in 6 großen Archivkartons. Das ist wirklich viel Material. Es sind mehrere hundert Aussagen, Berichte, Spurensicherungsberichte, Ähnliches, Einsatztagebücher, sehr viel Material, das man auswerten musste, deshalb auch Material mit sehr vielen unterschiedlichen Details, die man verdichten musste. Wenn man so etwas für ein Publikum aufbereiten möchte, dann muss man schon sehr darauf achten, dass man das Publikum nicht überfordert. Es muss ja auch eine gewisse Spannung, einen Spannungsbogen haben. Die Arbeit des Historikers ist ja in der Regel, jedenfalls wenn es sich um Zeitgeschichte handelt, nicht das Extrapolieren von Quellen. Davon gibt es in der Antike zu wenig, aber in der Zeitgeschichte immer zu viel, sondern das Verdichten. Wie kann das sein? Ja, ich meine, es ist 50 Jahre her, dass immer noch spekuliert wird. Die Medien spekulieren immer noch. Wie kann das sein, dass es immer noch erstmals ja von Ihnen jetzt aufgefundene, aber von den anderen unentdeckte Quellen gibt? Frage ich jetzt mal ganz naiv. Das ist gar keine naive Frage. Also diese Akten waren ja tatsächlich noch nicht sozusagen aufbereitet worden bis 2015, als sie dann in der Besenkammer gefunden wurden. So ein Aufbereiten durch ein Archiv dauert dann auch. Das Staatsarchiv München hat sich da die angemessene Zeit gelassen. Und seit 2018 standen diese Akten zur Nutzung bereit, aber es hat keiner nachgefragt. Das ist das Erstaunliche. Das habe ich auch schon bei meinen ersten Recherchen im Jahre 2012 bezüglich der staatsanwaltschaftlichen Akten festgestellt. Die waren verfügbar, man musste nur danach fragen, aber es hatte noch fast niemand danach gefragt und niemand, der vorhatte, ein Buch über diese Zeit zu schreiben. Stattdessen werden fröhlich immer wieder die Zeitungsartikel aus 1972 und die Dokumentationen mit Zeugenaussagen, die auch wichtig sind, wiederholt, aber niemand schaut sich mal an, wie zum Beispiel die konkreten polizeilichen Akten ausgesehen haben. Da sieht man nämlich, dass bei allen Fehlern, die die Polizei in München ohne jeden Zweifel gemacht hat, und das waren schlimme Fehler, die die Polizei gemacht hat, auch der Polizeipräsident persönlich, dass das eben doch keine Idioten waren. Ich habe dann auch zum Beispiel nach meiner Berichterstattung im Jahre 2012 Kontakt mit mehreren ehemaligen Polizisten bekommen, die sich also bei mir gemeldet haben und gesagt haben, endlich schreibt mal jemand, dass wir nicht die totalen Volltrottel waren, sondern dass es eben auch gewisse Zwänge gegeben hat, dass es einfach bestimmte Einheiten, bestimmte Ausrüstungen, die wir heute aus Fernsehkrimis für völlig selbstverständlich halten, einfach 1972 noch nicht gegeben hat. Da muss man die Frage stellen, warum hat es die noch nicht gegeben? Diese Frage stelle ich und diese Frage beantworte ich auch in dem Buch. Aber dass es sie nicht gegeben hat, ist erstmal eine Tatsache. Das Vorspiel zu 1972, wie Sie schreiben, das Vorspiel beginnt bereits 1965, als nämlich der damalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Willi Daume, versuchte, den damaligen Oberbürgermeister Münchens, Vogel, zu überzeugen, die Olympischen Sommerspiele doch in München stattfinden zu lassen. In München, der einstigen Hauptstadt der Bewegung.
Können Sie mal ein bisschen mehr erzählen dazu? Ja, natürlich. Also Willi Daume hatte sehr kurzfristig um diesen Termin gebeten, was im Jahr 1965 auf dieser Ebene von staatlichen Funktionsträgern, und letzten Endes ist auch Willi Daume ein staatlicher Funktionsträger, wenn auch im Nationalen Olympischen Komitee gewesen, eher ungewöhnlich war, dass man einfach mal anrief und sagte, können wir uns mal übermorgen treffen. Und das hat Hans-Jochen Vogel dann möglich gemacht und war einigermaßen überrascht von der Anfrage. Denn Willi Daume sah eine günstige Gelegenheit, weil die Bundesrepublik Deutschland gerade bei der letzten IOC-Tagung eine Niederlage erlitten hatte. Und er sah jetzt die günstige Gelegenheit, dass das gewissermaßen zum Vorteil bei der Vergabe der Olympischen Sommerspiele für 1972 nach Deutschland gelingen könnte. Aber Vogel hat sofort gesagt, also Hauptstadt der Bewegung, das wird ganz, ganz schwierig. Und in der Tat wurde es in dem Prozess der Auswahl Münchens als Veranstaltungsort dann als Argument gegen München mobilisiert, unter anderem von der DDR mit einer regelrechten Medienkampagne, Zeitungskampagne im Neuen Deutschland und ähnlichen Blättern. Aber am Ende hat sich dann doch tatsächlich München durchgesetzt, was auch ganz wesentlich an der meiner Ansicht nach historisch bis heute unterschätzten Figur von Hans-Jochen Vogel liegt. Also er hat eine ganz, ganz große persönliche, im positiven Sinne zu sehende Verantwortung und einen Verdienst für die Entwicklung Münchens, für die Vergabe der Olympischen Spiele nach München und eben auch für die ganz starke gesellschaftliche Modernisierung, die München als Ergebnis dieser Olympischen Spiele davongetragen hat und die auch Deutschland, auch die Bundesrepublik ganz wesentlich mitgeprägt haben. Also wir sollten die Rolle von Hans-Jochen Vogel, der im hohen Alter gestorben ist, aber eben inzwischen gestorben ist, auf keinen Fall gering achten. Ja, also praktisch, man kann auch sagen, den Imagewechsel hin von dieser, weg von dieser dunklen Vergangenheit hin zu einer weltoffenen, toleranten, bunten Gesellschaft, so wie wir in Deutschland heute insgesamt sein möchten, zumindest. Ganz genau. Ganz gewiss ist das der wesentliche Punkt, die bunten, die farbigen, die fröhlichen Spiele von München. Das genaue Gegenbild zum Olympiastadion in Berlin, über das ich gucke, wenn ich hier über den Bildschirm hinwegschaue, dann sehe ich außerhalb meiner Wohnung das Olympiastadion in Berlin mit seinen schweren Muschelkalk Verkleidungen an der Stahlbetonstruktur. Und wenn man damit vergleicht, wie das Münchner Olympiastadion, das Vogel, Daume und andere dann zustande gebracht haben mit den Architekten, mit den Bauarbeitern, mit sehr vielen weiteren Menschen, dann ist das doch ein enormer Kontrast im positiven Sinne, dieses zeltartige, leicht wirkende, in Wirklichkeit übrigens nicht leichte, aber leicht wirkende Dach über dem Olympiastadion und den verschiedenen Hallen, die dort gebaut worden sind. Dazu dann das Konzept der fröhlichen Spiele, der Abwesenheit von Uniformen, jedenfalls von gewohnten Uniformen. All das war ein wunderbarer Fortschritt für die Selbstdarstellung Deutschlands und hat dann auch auf das Selbstempfinden Deutschlands zurückgewirkt. Genau, leider ist da nur etwas Schreckliches passiert, aber machen wir mal langsam, beginnen wir mal mit diesem Punkt der Vorbereitungen. Ich zitiere mal kurz aus Ihrem Buch. Im Februar 1972 stellte der Polizeipsychologe Georg Sieber dem Ordnungsreferat des Organisationskomitees mehrere fiktive Lagen vor, auf die sich der Ordnungsdienst während der Spiele vorbereiten solle. Darunter schreiben Sie die sogenannte Lage 21. Was war die Lage 21? Die Lage 21 ist das Papier, das Georg Sieber nach den Olympischen Spielen immer wieder hervorgezaubert hat, auf das er Bezug genommen hat, wenn es darum ging, ob man den Vorfall, die Katastrophe am 5. September 1972 hätte verhindern können, hätte vorhersehen können. In diesem Text, den es nicht als Originaldokument gibt, will er vorausgesagt haben, genau das, was dann am 5. September 1972 geschah. Ich habe das immer für zweifelhaft gehalten, weil es eben kein Originaldokument gibt, weil es in den gesamten Akten des Ordnungsdienstes, der Münchner Polizei, des Olympischen Komitees, des Organisationskomitees keinen Hinweis auf diese Lage 21 gibt. Als ich dann festgestellt habe, dass ein von Herrn Sieber offenbar
Fernsehjournalisten übergebener Text, der dem entsprach, in Wirklichkeit frühestens Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre geschrieben worden sein kann, wegen der Schrift, weil sie nämlich aus dem Computer ist und eine Proportionalschrift und eine Schrift, die es 1972 schlicht und einfach noch nicht gab, war mein Misstrauen gegenüber diesem vermeintlichen Dokument noch stärker geweckt. Und da kamen dann die allerjüngsten Quellen oder allerjüngst zugänglich gewordenen Quellen hinzu. Denn in den Akten des Polizeipräsidiums, die jetzt eben zum ersten Mal ausgewertet worden sind, finden sich gleich zwei Erklärungen von Georg Sieber vom 8. September 1972, in denen er, wenn ich das gerafft zusammenfasse, sagt, es hat diese Lage 21 vor dem 5. September 1972 schlicht und einfach nicht gegeben. Trotzdem hält er immer noch fest, hat das immer wieder in Filmen, in Dokumentarfilmen, in Dokumentationen, TV-Filmen wiederholt. Eine Mail von mir ist nicht beantwortet worden. Ich kann niemanden dazu zwingen. Ich glaube, es hat diese Lage 21 niemals als Dokument vor dem 5. September 1972 gegeben. Ja, das ist wahnsinnig spannend. Also das ist ja wirklich also eine Arbeit des Investigativjournalisten, die Sie gemacht haben. In jedem Fall hat die Tätigkeit des Zeithistorikers, wenn er stark quellenorientiert an einem solchen Einzelereignis arbeitet, wie ich das jetzt mit diesem Projekt getan habe, sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Arbeiten meiner Kollegen im Investigativressort der Welt. Man fragt Menschen, man besorgt Papiere. In meinem Fall sind das keine durchgestochenen Papiere, sondern Unterlagen, die man eben in Bergen von Material finden muss und von denen man erkennen muss, dass sie wichtig sind. Und man spricht da eben dann mit Menschen, man gleicht das ab, man versucht Zeitzeugen aufzutreiben, wie die Polizisten, die sich an mich gewandt haben und die eben von einem relativ starken Drang getrieben waren, sich nicht mehr länger als Vollidioten dargestellt sehen zu wollen, was ich sehr verständlich finde. Dann gucke ich mir natürlich auch Memoiren an, also Jim McKay, der Moderator von ABC Sport, der die entscheidenden Stunden der Live-Übertragung moderiert hat, hat sehr detailliert in seinen Memoiren darüber geschrieben. Eine Anfrage beim ABC-Archiv wurde leider dahingehend beantwortet, dass es weitere Materialien darüber nicht gäbe. Da kann ich natürlich jetzt nicht sozusagen irgendetwas erzwingen, aber auch das, was Jim McKay erzählt hat und geschrieben hat, ist schon eine Facette, die in der deutschen Wahrnehmung des Ganzen bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat und auch in den beiden englischsprachigen Büchern, die es zum Olympia-Attentat gibt, nur eine untergeordnete. Zoomen wir mal ganz genau heran, sozusagen den 5. September 1972. Was geschah damals genau im Haus Connollystraße 31 im Olympischen Dorf? Es geht los in der Morgendämmerung, so etwa gegen 4.30 Uhr. Und diese Zeit steigen von der westlichen Seite, also der zu den Übungsgeländen der Sportler, heute dem Sportareal der LMU, der Ludwigs-Maximilians-Universität München, gelegenen Zaun, 8 junge Männer über den nur 2 Meter hohen Maschendrahtzaun. Das ist also ein besserer Gartenzaun gewesen und gehen die wenigen Meter weiter zur Connollystraße. Das sind etwa 80 Meter direkter Weg. Die Täter werden durch das Untergeschoss gegangen sein, um sich dort umzukleiden. Sie hatten nämlich beim Übersteigen des Zaunes noch Trainingsanzüge an und ihre sonstigen Kleidungen hatten sie zusammen mit ihren Waffen, insgesamt 8 Kalaschnikows und ungefähr 1 Dutzend Handgranaten in Taschen bei sich. Und sie sind dann ins Untergeschoss dieser besonderen Konstruktion des Olympischen Dorfes gegangen. Die Straße war dort ebenerdig, aber der Fußgängerweg war gewissermaßen in den ersten Stock verlegt. Und diese Konstruktion war auch für den ganzen Ablauf des Tages dann ganz entscheidend. Das ist eine Konstruktion, die es meines Wissens so nur im Olympischen Dorf in München, die zumindest in Deutschland so nur im Olympischen Dorf in München gibt. Und dann sind diese 8 jungen Männer, Palästinenser allesamt, in das Haus Connollystraße 31 gegangen. Die Häuser im Olympischen Dorf waren nicht bewacht, sie waren nicht eigens abgesperrt. Soweit wir wissen, haben sie auch im Gegensatz zu dem, was in manchen TV-Dokumentationen behauptet wird, keine Nachschlüssel.
sondern sie haben ja an den beiden Wohnungen, aus denen sie Mitglieder der israelischen Mannschaft entführt und als Geiseln genommen haben, geklingelt. Und dann wurde dort, haben dort Sportler geöffnet oder Trainer und waren dann überrascht, als ihnen plötzlich die Mündung einer Kalaschnikow vor die Nase gehalten wurde. Und so gegen 4.45 Uhr, 4.50 Uhr, 4.55 Uhr in diesem Zeitraum, Minuten genau, lässt sich das leider nicht festlegen, weil die mechanischen Uhren und die Erinnerungen aller Beteiligten natürlich für unterschiedliche Zeitangaben sorgen. Aber irgendwas zwischen 4.45 Uhr und 4.55 Uhr werden insgesamt 11 israelische Sportler als Geiseln genommen, wobei man das gleich korrigieren muss. Einer wurde nach kurzer Zeit und der zweite nach vielleicht 10, 15 Minuten erschossen. Der Zusammenhang dieser beiden Morde war, dass sie sich zu wehren versuchten und in einem Fall einem anderen Sportkameraden die Flucht ermöglichten. Und dann sitzen 8 palästinensische Terroristen mit 9 israelischen Geiseln in einer Wohnung in diesem Haus Connollystraße 31. Und es beginnt die dramatischste Lage an Terroraktivität, die es in der Bundesrepublik bis dahin gegeben hat. The games must go on ist ein berühmtes Zitat des Präsidenten des IOC. Er sagte diesen Satz während der Trauerfeier für die Opfer im Olympiastadion damals. Die Spiele müssen weitergehen. Sie gingen dann auch weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Warum? Was ist dazu aus heutiger Sicht zu sagen? Ich denke, man wird differenzieren müssen zwischen der heutigen Sicht und der damaligen Sicht. Die damalige Sicht war, dass zum Beispiel auch der Chef der Mission, also der Chef der israelischen Mannschaft, eindringlich darum gebeten hat, dass die Spiele weitergehen sollen. Sowohl den Bürgermeister des unbürgerlichen Dorfes Walter Tröger als auch den Präsidenten des IOC Brundage. Und auch Willi Daume hat das überliefert. Es gibt auch von politischer Seite die Aussage, dass israelische Verantwortliche geworben haben, darum zum Beispiel der Botschafter, dass die Spiele fortgesetzt werden sollten nach einer 24-stündigen Pause, wie es dann am Ende war. Warum hat man das damals gemacht? Man wollte verhindern, dass durch den Terroranschlag so ein weltumspannendes Ereignis wie die Olympischen Spiele disponibel werden. Denn sonst hätte ein Präjudiz gesetzt werden können, dass in Zukunft durch einen Terroranschlag eine kleine Gruppe von aggressiven Kriminellen, Politkriminellen, jede Veranstaltung hätte beenden können. Und das war aus der damaligen Sicht allerdings von Brundage in dieser sehr knappen, kurzen, geradezu ja, verbal brutalen Formulierung gefasst, natürlich etwas ungeschickt, der Gedankengang. In der Zeit seitdem haben die Sichtweisen etwas sich geändert, obwohl zum Beispiel der israelische Chef der Mission immer noch daran festgehalten hat in verschiedenen Dokumentationen und sich bekannt hat dazu, dass er gesagt hat, die Spiele sollen weitergehen, auch wenn wir abreisen, ist das durch diese zunehmende Moralisierung, die eingetreten ist, hat sich das gedreht und die Wahrnehmung heute scheint mir eher zu sein, man habe oder man setze bei den damaligen Verantwortlichen die Einsicht voraus, sie hätten das beenden müssen. Sie haben darüber nachgedacht, sie haben sich darüber viele Gedanken gemacht, sie haben es nicht leichtfertig entschieden. Und das ist eine Wahrnehmung, die man auch berücksichtigen muss. Auch Hans-Jochen Vogel und die anderen, die dafür verantwortlich waren, an Hans-Dietrich Genscher zum Beispiel, auch der Polizeipräsident Manfred Schreiber oder der bayerische Innenminister Bruno Merk, der wegen der verfassungsrechtlichen Lage in Deutschland derjenige war, der den Krisenstab vorgesessen hat. Das waren alles auch keine Idioten. Die haben auch gewusst, was sie tun. Die haben auch gespürt, in welcher Zwangslage, in welcher Zwickmühle sie sind. Und sie haben einen Weg aus dieser Zwickmühle herausgesucht. Sie haben dabei viele Fehler gemacht. Die benenne ich ganz klar in meinem Buch. Aber wir sollten uns nicht moralisch erheben über diese sehr ernsthaften, sehr engagierten Menschen und sagen, wir wissen alles besser und die Spiele hätten auf jeden Fall abgebrochen werden müssen. So einfach ist es nicht. Und ich warne vor dieser moralisierenden Ex-Post-Betrachtung der Geschichte, ohne die Perspektiven der Zeitgenossen zu betrachten. Das führt zu nichts.
Absolut. Also ich denke, es zeigt auch sehr schön mal wieder die Probleme angewandter Ethik. Es gibt keine absolut gute Entscheidung, die eben für alle gut und in jedem Fall richtig ist, sondern es ist immer das Problem, dass ich situationsbedingt dann natürlich entscheiden muss. Und es ist immer so in einer freiheitlichen Demokratie, dass es natürlich dann bestimmte Meinungen darüber gibt. Schauen wir uns jetzt nochmal die Reaktionen an auf das, was geschehen ist. Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch. Bereits am Tag der Trauerfeier im Olympiastadion hatte Israels Kabinett beschlossen, ein Zeichen der Wehrhaftigkeit zu setzen. Schon in der Nacht vom 6. auf den 7. September 1972 überschritten Bodentruppen die Grenze zum Libanon und griffen bekannte Stellungen der PLO an. Darauf gab es natürlich verschiedene Reaktionen. Es gab die Reaktion der Bundesregierung, die Reaktion Israels und es gab die Reaktion der RAF. Wie reagierte Ulrike Meinhof? Ulrike Meinhof sitzt zu diesem Zeitpunkt in Köln-Ossendorf in Haft. Sie ist Mitte Juni 1972 festgenommen worden, hat Kontakt, sie ist nicht isoliert, wie das immer behauptet wird, sondern sie hat regelmäßigen Kontakt zu ihren Töchtern und vor allem sehr häufigen brieflichen und persönlichen Kontakt zu ihrem Anwalt Heinrich Hannover. Und sie schreibt eben auch an Heinrich Hannover und bittet ihn, einen Artikel, den sie verfasst im Namen von Andreas Bader, Gudrun Ensli und sich selbst, beim Spiegel unterzubringen. Und in diesem Artikel will sie darlegen, warum der Anschlag von München eine großartige Aktion und menschlich und sensibel gewesen sei. Und Heinrich Hannover schreibt ihr zurück, also wenn ich das versuche, dem Spiegel anzubieten, erstens nehmen die es nicht, aber zweitens kann ich dann auch gleich meine Robe als dein Verteidiger ausziehen und gewissermaßen selbst ins Gefängnis gehen. Heinrich Hannover, der sich von Meinhof in einer unglaublichen Art und Weise hat beschimpfen lassen, war hier mal einmal Konsequenz und hat das vermieden und hat das abgelehnt, ihr dazu helfen. In der Tat wäre diese Form einer vom Anwalt vermittelten öffentlichen Äußerung ein Grund gewesen, ihm seine Anwaltszulassung zu nehmen. Denn ein Verteidiger hat sich auch immer als Organ der Rechtspflege zu kümmern darum, dass er das rechtsstaatliche Verfahren aufrechterhält. Und er ist nicht ein reiner Interessenvertreter seines Mandanten. Und nachdem Heinrich Hannover das abgelehnt hat, dieses Schreiben oder diesen Artikel beim Spiegel anzubieten, hat Ulrike Meinhof den Text nochmal verlängert, länger geschrieben, ausführlicher geschrieben, auf einem nicht bekannten Weg, also wahrscheinlich über einen anderen Anwalt, denn andere Personen kamen nicht ins Gespräch mit ihr, ohne dass es immer eine Überwachung gab, mitgegeben. Und dieser Text ist dann im Spätherbst 1972 illegal gedruckt worden und in Sympathisantenkreisen verbreitet worden. Und in der Tat war das ein Bekenntnis, geschrieben im Namen der RAF, ohne Namensnennung von Ulrike Meinhof, ein Bekenntnis zu der Mordaktion des Schwarzen September, also letztlich des Terrorarms der PLO in München. Und als Gudrun Enslin wiederum in Haft davon erfuhr, sie saß in Essen zu diesem Zeitpunkt, da war sie sehr erbost, denn sie glaubte, dass Horst Mahler diesen Text geschrieben habe, der ebenfalls in Haft sitzende Mitbegründer der RAF, der ein bekannter Antisemit war. Und Gudrun Enslin hatte nicht beim Lesen dieses Textes verstanden, dass es sich nicht um ein Pamphlet von Mahler handelte, sondern um ein Pamphlet von Meinhof. Zu diesem Zeitpunkt hat Enslin noch versucht, einen Ausgleich mit Meinhof über den illegalen Austausch von Kassibern zu erreichen und hat sich dann bei ihr gewissermaßen entschuldigt. Ich zitiere das in aller Ausführlichkeit in dem Buch, weil ich das für sehr wichtig halte. Das sind also die einzigen positiven, in Anführungszeichen, Äußerungen zum diesem schrecklichen Geschehen in München, das ja mit einer irgendwie gearteten politischen Aktion rein gar nichts zu tun hat, das ausschließlich gegen friedlich agierende Sportler gerichtet war und sie mit brutaler Gewalt teilweise ihres Lebens beraubt hat. 11 Israelis sind gewaltsam umgebracht worden von den Terroristen. Und das war für die RAF ein Schlag, der nach hinten losging, ein Schuss, der nach hinten losging. Und das hat Ulrike Meinhof zu verantworten. Hier ist ganz wichtig, hier sieht man ganz gut dran, was es heißt, verschiedene Quellen zusammenzubinden. Diese Schrift von
Ulrike Meinhof, die im Spätherbst 1972 veröffentlicht wurde, war natürlich seit damals bekannt. Dann gibt es Äußerungen, die im Buch von Stefan Aus, der Bader-Meinhof-Komplex, überliefert worden sind, wahrscheinlich aus mündlichen Kontexten und die nur dort überliefert sind, die aber auch schon seit vielen Jahren bekannt sind. Und erst relativ kurz zugänglich sind Auszüge aus der Korrespondenz zwischen Ulrike Meinhof und Heinrich Hannover. Anwaltskorrespondenz ist ja, geht ja nicht in ein Archiv normalerweise und ist nicht zugänglich für Außenstehende. Aber in diesem Fall hat die Tochter von Ulrike Meinhof, Bettina Röhl, hat Zugriff auf diesen Briefwechsel zwischen Hannover und ihrer eigenen Mutter bekommen und hat das in einem sehr wütenden, sehr polemischen Buch breit ausgeführt. Und daraus wiederum zitiere ich und kann durch das Zusammenfügen dieser verschiedenen Quellenkomplexe, hoffe ich, glaube ich, eine neue begründete Interpretation anbieten. Also ich kann mir vorstellen, dass alle, die uns jetzt hier gerade zuschauen, zuhören, sich sofort ihr Buch zulegen möchten. Sie sind der Autor von Anschlag auf Olympia. Wem möchten Sie Ihr Buch ganz besonders ans Herz legen? Ich glaube, all denjenigen Menschen, die es sich inzwischen angewöhnt haben, aufgrund einer zu geringen Quellenbasis schnell zu urteilen, das ist im Bereich des aktuellen Journalismus kaum zu vermeiden. Aber als Historiker hat man natürlich die Möglichkeit, diese voreiligen, naturgemäß voreiligen Schlüsse zu überprüfen. Und ich fände es wichtig, wenn zum Beispiel viele Menschen, die den Dokumentarfilm, den Oscar gekrönten Dokumentarfilm Ein Tag im September gesehen haben, auch in dieses Buch hineinschauten, um nämlich festzustellen, mit welchen teilweise manipulativen Mitteln dort eine Spannung erzeugt worden ist, die gar nicht hätte erzeugt werden müssen, wenn die damaligen Verantwortlichen, die Drehbuchautoren, sich mit den echten Quellen beschäftigt hätten. Die sind nämlich spannend genug, aber man hat das vermieden, man hat sich stattdessen konzentriert auf Bekanntes und da, wo eben nicht genügend Spannungsbogen zu erzeugen war, ist durch das Verschieben von Bildern, von Tatsachen ein Spannungsbogen erzeugt worden, der aber eine falsche Darstellung des ganzen Tages mit sich bringt. Ich würde mir also wünschen, dass viele von denjenigen, die meinen, es immer alles ganz genau zu wissen, was passiert ist, sich dieses Buch angucken und feststellen, dass es eigentlich bei jedem wichtigen Ereignis immer noch notwendig ist, sich in die Quellen hineinzubegeben und sich mit der Rekonstruktion des tatsächlichen Geschehens zu beschäftigen. Historiker sollen herausfinden, was wirklich gewesen ist. Und nach dieser Methode gehe ich vor, was da an Theorie oder an sonstigen Dingen dahinter stehen mag, interessiert mich weniger. Ich will einfach wissen, was ist genau gelaufen, was sagen die Quellen darüber. Anschlag auf Olympia heißt das neue Buch von Sven Felix Kellerhoff, das Sie überall im Buchhandel erwerben können, das Sie als WBG-Mitglieder selbstverständlich auch im WBG-Shop erwerben können. Oder wenn Sie noch keine WBG-Mitglieder sind, aber eines werden wollen, können Sie sich das Buch auch als Geschenk nach Hause liefern lassen. Allerletzte Frage, Herr Kellerhoff, auch an Sie. Was wäre Ihre persönliche Sachbuchempfehlung für alle Freundinnen und Freunde von Wissen und Bildung? Da wir ja einen Podcast für die WBG machen, würde ich jetzt ganz bewusst kein WBG-Buch nennen, sondern das Buch von Richard Evans, Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien, das im Herbst 2021 erschienen ist und in dem der emeritierte Cambridge-Historiker Richard Evans, wie ich finde, sehr intensiv, sehr gleichzeitig sehr lehrreich und lesbar an 5 Beispielen vorführt, welche Folgen Verschwörungstheorien in der Zeitgeschichte haben können, wie sie entstehen, wie sie verbreitet werden, welche seltsamen Blüten sie treiben. Und das sind eben wesentliche Punkte hier drin, die Protokolle der Weisen von Zion, ebenso wie die Vorstellung, Hitler habe den 30. April 1945 überlebt oder der ominöse Flug von Rudolf Hess nach Schottland 1941. Also das wäre wohl gegenwärtig meine Empfehlung für alle, die sich mit Zeitgeschichte, Verschwörungstheorien und Ähnlichem beschäftigen. Wunderbar, vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, Kritik, Anregungen, Anmerkungen, Inspirationen zum Podcast, dann freue ich mich, freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben auf der Community-Plattform oder in den sozialen Medien, wo immer Sie die WBG finden. Was sagen Sie dazu?